Ich bin beunruhigt. Ich habe ihn auch schon lange nicht mehr gesehen. Johannes, du machst den ganzen Tag gar nichts. Die Mädchen lachen schon über dich. Ich habe keine Lust draußen. Dann trockne wenigstens ab. Das ist so gefährlich draußen. Du musst doch irgendwas mal machen. Er ist so ein guter Junge. Er ist ein guter Junge, aber gut sein allein. Schwipp, 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 schwipp. Gut sein allein reicht nicht. Schwipp, schwipp, schwipp. Ich habe mir überlegt, vielleicht Anglistik zu studieren. Brownie? Auch gerne. Anglistik. Das bringt doch keinem was. Ich könnte Englischlehrer werden, Onkel Thaddäus. Geh doch besser zu Onkel Werner in die Werkstatt. Ich glaube. Und wenn du dann erstmal was in der Tasche hast, dann kannst du immer noch studieren. Da habe ich ein bisschen wenig Kraft, glaube ich, Tante Mathilde. Das muss von oben sein. Oh, es ist mein Handy. Warum hast du es denn plötzlich so eilig? Ist schon gut, so ist schon gut. Bis später. Wo musst du denn hin? Wir sehen ihn allein. Zur gleichen Zeit, 10 Meter unter der Erde. Scheiß Rasenmäher! Ey, Mann! Hoffentlich ich komme auch auf Man gleich! Mauerhofman ist nur eine Legende! Ich glaube nicht an ihn! Du bist der Rasenmäher! Hat Maulwurf Man sein Leben gerettet. Was war das für ein Geräusch? Hier ist niemand. Es ist ruhig, zu ruhig. Schnurder. Es scheint jemand im Gebäude zu sein. Docken! Holland. Bist du okay? Ich bin okay. Ich habe mir den Fingernagel gebrochen. Auch das noch. Auch das gehört zum Job. Das ist eine Bierdose. Nehmen Sie die Hände hoch, keine falsche Bewegung. Darf ich fragen, was Sie hier suchen? Sie sind verhaftet. Alles, was Sie sagen, kann gegen Sie verwendet werden. Entschuldigen Sie bitte, ich verstehe nicht ganz. Sie haben das Recht auf einen Anwalt. Sind Sie nicht mit Professor Schmulder? Ihr kennt euch? Larry? Francis. Sag doch mal, Schnulder! Das Spiel ist aus. Schnulder. Du denkst wohl, ich habe das Spiel nicht mitbekommen, was du in all den Jahren gemacht hast. Das Spiel ist aus! Verdammt! Hände hoch! Schnurler, das ist sehr unverhältnismäßig.
Schnuckler. Jetzt haben wir dich. Heißt das, Sie sind immer noch bei diesem Verein? Ja, Larry. Das FBI ist ja seit Jahren hinter Ihnen her. Ein abgebrochener Fingernagel. Ja, so ungefähr sieht der Mikrochip aus. Sie wollen mich verarschen. Ich muss Ihnen noch irgendetwas geben. Sie haben ihn verbummelt. Sie sind mein wichtigster Auftraggeber. Ich krieg das Uhrwerk fertig, ganz bestimmt. Sie sind nicht gerade... Boom. Was für eine tolle Frau. Sie sind nicht gerade die preiswerteste Zulieferin. Nein, aber wir sind qualitativ sehr hochwertig. Was für ein Mann! Ihre Qualitäten weiß ich zu schätzen. Dankeschön. Wir arbeiten ja auch schon so lange so gut zusammen, nicht wahr? Das ist richtig. Vorsicht, mein Fingernagel. Es wäre zu schade, wenn unsere geschäftliche Beziehung nun zerbröseln sollte. Weil ich meine, ist, dass diese Frau meine Gegnerin sein wird. Ich werde nicht gegen sie kämpfen, ich werde gegen sie juggern. Das hört sich fast ein bisschen gefährlich an. Nein, nein, das ist es nicht. Ich wollte euch nur sagen, dass ich euch immer geliebt habe. Wenn ich jetzt da rausgehe... Zieht er was an?